Wie entwickelt man ein Mehrfamilienhaus? Das klingt sehr technisch, sehr abgehoben, ist aber eigentlich ein klar strukturierter Prozess. Und wie dieser Prozess zu 14% Rendite führte, siehst du in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lukas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal geht es rund um die Themen US-Immobilien und Investitionen hier in den USA. Im heutigen Video schauen wir uns an, wie wir aus einem Mehrfamilienhaus, einem sogenannten Duplex, ein tolles Renditeobjekt entwickelt haben. Also das heißt, wir haben dieses Haus von schlechten Kennzahlen hin zu guten Kennzahlen entwickelt, um es kurz zu sagen. Dieses Haus haben wir nach einem wilden Hin und Her im April 2021 gekauft. Die gesamte Story zu diesem Haus mit dem Projektnamen Grey Goose findest du in einer eigenen Playlist, weil diese Story erstreckt sich über mehrere Episoden hinweg. Da empfehle ich dir Binge-Watching, schau dir die gesamte Playlist einfach mal an. Die verlinke ich dir jetzt hier oben, beziehungsweise den Link dazu findest du auch in der Beschreibung unter dem Video. Wie sahen die Zahlen beim Kauf aus? Der Kaufpreis waren 217.000. Das waren zwei Apartmenthaus, ist es immer noch. Im unteren Apartment, also dem Apartment 1, sind zwei Bedroom, ein Badezimmer und das war vermietet für $975. Apartment 2 in dem ersten und zweiten Obergeschoss, das war für 1100 vermietet. Beide Mietverträge waren auf einer sogenannten Month-to-Month-Basis, das heißt, die sind ausgelaufen, die Bindungsfrist ist ausgelaufen und waren jetzt Monat für Monat kündbar, also für den Vermieter. Für den Mieter waren es 60 Tage Kündigungsfrist, ein bisschen unfair. Das Haus haben wir mit 0% Eigenkapital gekauft. Auch dazu gibt es ein separates Video, wie du hier ein Haus ohne Eigenkapital kaufen kannst. Schauen wir uns die Zahlen an, wie sie beim Kauf aussahen. Und dazu nutzen wir das Excel-Tool. Das kannst du dir natürlich wieder kostenlos runterladen. Den Link dazu findest du auch in der Beschreibung dieses Videos. Auf geht's zu den Zahlen. Die Zahlen beim Kauf. Ganz klar, hier nochmal 217.000 war der Kaufpreis. 0% Downpayment, das heißt 100% finanziert. Auch sehr ungewöhnlich hier in den USA, aber wir haben das geschafft. Closing-Kosten, also die Kaufnebenkosten sozusagen, $7.291. Steuern 6.000, das ist recht hoch. Versicherung für beide Apartments oder das gesamte Haus $1.000. Management-Fee 10% und Rücklagen 8%, weil ja alles relativ neu war. Other Costs in dem Fall waren noch zweimal, weil es zwei Apartments sind, Müll und Abwasser und beziehungsweise diese Landlord-Lizenz. Das heißt, das schlug mit $1.000 zu Buche. Die Einnahmenseite zum Kauf sah so aus, dass das $2.000 im Monat Einnahmen waren. Und zwar sahen die so aus, 975 Apartment 1 und 1100 Apartment 2. Die Zielmiete damals waren 1450 oben und 1100 unten. Und 1100 unten ist auch umgesetzt. Das bringt den Business Case, wie wir ihn damals gerechnet haben, auf 217 Kaufpreis und so weiter und so fort, $2.550 Einnahmen. Das heißt, der Cashflow pro Monat frei nach allem Drum und Dran wären $100. Ein Faktor von 7, Bruttomietrendite 13,6. So war die Planung damals. Auch nicht schlecht, oder? Hättest du den Deal mit diesen Kennzahlen damals gemacht? Schreib mir das mal in die Kommentare. Was musste direkt nach dem Kauf im Mai 2021 gemacht werden? Zwei Punkte. Der erste waren dringende Reparaturen und der zweite war die Anpassung der Mieten. Die Mieten mussten angepasst werden, weil die jahrelang nicht angepasst wurden. Das ist gut für die Mieter, schlecht für den Vermieter und schlecht für den Business Case. Also mussten die angepasst werden. Apartment 1 ging von $975 auf $1100 und Apartment 2 ging von $1100 auf $1500. Apartment 2 machte einen größeren Sprung, weil die Partei wollte einen flexiblen Mietvertrag haben. Pflicht war, sie kriegen einen neuen. Und den konnten sie jetzt nun natürlich aussuchen nach Laufzeit. Und je nachdem, wie die Laufzeit war, war der Preis etwas geringer. Die wollten Monat zu Monat, weil sie aktiv auf Haussuche waren. Und die Flexibilität, ja, die kostet halt. Und deswegen ist das ein bisschen teurer geworden für die. Also 1100 unten, 1500 oben, 217.000 war der Kaufpreis. Welche Renovierungen mussten direkt nach dem Kauf gemacht werden? Ganz klar, die Abwasserleitung musste komplett ausgetauscht werden. Das waren 60 Fuß, die komplett neu ausgetauscht werden mussten. Dazu mussten drei Bohrungen gemacht werden, ein neues Rohr durchgeschoben werden. Das waren immens teure Posten. Es wurden mehrere statische Anpassungen gemacht. Das heißt, es gab ein paar angeknackste Balken, die schlecht ausgesägt waren und ähnliches. Die mussten gestützt werden. Ein paar Sturmschäden waren noch entstanden, weil zwischendrin auch mal ein Sturm war.
und kleinere Reparaturen, zwei neue Fenster und was halt noch so anfiel. Das wurde auf jeden Fall gleich gemacht. Und jetzt wurde auch das komplette Apartment 2 renoviert. Warum? Das war möglich, weil die Mieter ausgezogen sind. Die sind nicht ausgezogen, weil die Miete ihnen zu hoch war, die war immer noch fair. Die sind ausgezogen, weil sie ein eigenes Haus gekauft haben. Und deswegen hatten sie natürlich auch sich einen flexiblen Mietvertrag erbeten. Und das war die Möglichkeit, im Apartment 2 eine komplette Renovierung durchzuführen. Die Mieter im Apartment 2 wohnten über 5 Jahre zu viert in diesem Apartment. Also ein 3-Bedroom, ein Badezimmer-Apartment, 4 Leute, 2 Katzen, ein Hund. Und genau so, wie du es dir gerade vorstellst, so sah auch der Teppich aus. Ein komplettes Video, wie diese Wohnungsübergabe stattgefunden hat und wie die Wohnung aussah, die verlinke ich dir jetzt hier oben. Den Link, wie gesagt, findest du auch unter dem Video. Schau es dir einfach mal an, so sah das Apartment vor der Renovierung aus. Und was musste nun renoviert werden? Ganz klar, der Teppich musste raus, die Wände mussten gestrichen werden, die Decken mussten gestrichen werden und die Fenster und Türen, die Rahmen mussten auch gestrichen werden. Also das komplette Programm musste einmal durchgezogen werden. Über 1000 Square Foot, das ist das gesamte Apartment. Also das ist die zweite und dritte Etage, beziehungsweise die erste und zweite Etage, je nachdem wie du zählst. Beim Entfernen des Teppichs war klar, die Entscheidung, den rauszureißen, die war richtig. Ersetzt wurde der Teppich mit sogenannten LVPs, Luxury Vinyl Planks, Vinylplanken eigentlich. Also auch so eine Art Klick-Laminat, also Klick-Fußboden. Schau es dir einfach mal an. Die Farbauswahl hervorragend. Beides, Fußboden und Wandfarbe in einem munteren Mausgrau. Die Trims, also diese Fußleisten und die Deckenleisten in einem Shiny White. Also das passt schon hervorragend. Sieht gut aus, oder? Was meinst du? Alles gut, oder wie? Kleine Hintergrundgeschichte. Wer die Entwicklung von diesem Projekthaus Grey Goose von Anfang an verfolgt hat oder sich die Playlist schon mal reingezogen hat, der weiß, der Verkäufer von diesem Haus, der hat eine Menge wilder Betrugsversuche gestartet. Alle sind damit geendet, dass er letztendlich den Kaufpreis drastisch reduzieren musste, seine Erwartungen runterschrauben musste und ganz knapp vor ein paar Klagen stand. Aber so ist es nun mal. Ja, ist doch lange her. Und? Naja, eigentlich kein halbes Jahr vom Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos. Der Verkäufer hat nochmal zugeschlagen. Rückwirkend, posthum, je nachdem wie man es nimmt. Er hat nochmal eine Aktion gestartet. Und zwar, die Mieter im Apartment 2 sind ausgezogen, komplett. Sie haben auch ihre Waschmaschine und ihren Trockner mitgenommen. Kleines Problem, besagte Waschmaschine und Trockner hat uns der Verkäufer per Kaufvertrag verkauft. Also er hat Sachen verkauft, die ihm gar nicht gehörten. Nächste Runde. An dem Punkt hätte man die Sache auch einfach beruhen lassen können und sagen können, okay, Waschmaschine, Trockner, stellen wir einfach, gut, hat sich erledigt. Aber der Kerl und seine Maklerin, die haben es beide so oft probiert. Ab dem Moment ist es Sport. Auf Rückfrage beim Verkäufer hat der gemeint, ja, das ist gar nicht sein Problem und gar nicht sein Fehler gewesen. Das ist seine Maklerin gewesen. Er hat damit nichts zu tun. Gut. Seine Maklerin, die hat gemeint, ja, das sei ja eh nur ein Mietshaus, klar, das war ihr Fehler, logisch, und mit $200 wäre die Sache natürlich gegessen und das ist ja eh nur ein Mietshaus, so ihre Aussage. Krass, für $200 gibt es in den USA eine Waschmaschine und einen Trockner? Natürlich nicht. Nach einem emotionalen, intensiveren Telefonat zwischen Maklerin und Broker und uns am Telefon und dem Hinweis, dass es da den anwaltslosen Klageweg vor einem lokalen Gericht und eine ziemlich schlechte PR geben könnte, ja, da fanden sich dann neue Waschmaschine und Trockner im Wert von $900 im Apartment wieder ein. So kann es auch gehen. Die Storys zu diesem Vermieter, die sind einfach unglaublich und reihen sich aneinander. Das gibt ein wahnsinniges Bild, was das für ein Kerl ist. Direkt nach Übernahme von dem Haus
fragten die Mieter als erstes, wo sie denn ihre Miete bezahlen können. Wo? Ja, die waren es gewöhnt, am Monatsersten zum Vermieter zu fahren und dort bar ihre Miete zu bezahlen. Was der Vermieter, der in Scheidung lebt, mit diesen Bareinnahmen macht, das überlasse ich deiner Fantasie. Wenn dir das Video gefällt, zeig das, indem du mir ein Like da lässt. Du hast eins meiner Videos verpasst? Da kannst du nur vorbeugen, indem du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Dann informiert dich YouTube umgehend, wenn ein neues Video von mir rauskommt. Kommen wir zum spannenden Part, auf den du lange hingefiebert oder auch direkt hingesprungen bist. Die Zahlen. Wie schaut das Haus nach 5 Monaten Entwicklung und Renovierungsarbeiten aus? Was sagen die Zahlen? Lohnt sich das Objekt immer noch? Schauen wir es uns an. Schauen wir uns die Zahlen von heute an. Und da simulieren wir einfach mal den Fall, wir würden das Haus heute kaufen und wissen heute auch schon den Reparaturbedarf. Der Kaufpreis wäre immer noch derselbe, 217.000, 0% Eigenkapital. Dann haben wir Closing Costs, die bleiben gleich, aber Repairs. Wir wissen, dass wir heute schon Reparaturen hatten, und zwar in Höhe von $36.580. Seit April hatten wir aber auch Einnahmen in Höhe von $9.500. Das heißt, unsere Reparaturkosten, um das mal so zu simulieren, wären jetzt nur noch $27.000 gewesen. $27.000 Kosten. Weitere Kosten sind die Steuern hier in dem Fall, die Versicherung, das bleibt gleich, die Management-Fee und Maintenance wird abgezogen, sobald wir Mieteinnahmen haben. Monatliches Einkommen aktuell noch 0. Dann fügen wir mal die aktuellen Mieteinnahmen hinzu. Im Apartment 1 sind wir bei $1.100. Im Apartment 2 sind wir bei $1.800. Das bringt den gesamten Business Case wieder auf einen Faktor von 7, in dem Fall aber nur 7,2. Bruttomietrendite von 13,8% und ein Cash on Cash aus dem Stand von knapp 11%. Cash on Cash in dem Fall ist nur berechnet aus den wirklich tatsächlich aufgetretenen Kosten, was hier die Closing-Kosten sind und die Reparaturen. Und bei diesem Cashflow kommt eben Cash on Cash Return von 11% raus. Um das Ganze noch zu toppen, nehmen wir Cash on Cash inklusive Principal. Das ist die Tilgung, weil unsere Tenants, die Mieter, tilgen ja für dieses Haus. Und da wir hier in den USA sofort einen Kreditvertrag kündigen können, ohne Vorfälligkeitsentschädigung und ähnliches, können wir diese Tilgung gleichzeitig mit als Cash on Cash rechnen, weil wir es heute verkaufen könnten. Wir könnten dieses Equity, also diesen Eigenanteil am Haus, direkt realisieren. Und das bringt den Business Case auf 25,5%. Und jetzt sag nochmal, du würdest den Deal nicht machen. Ganz klar, so ein Objekt entwickelt sich nicht von allein. Da muss man schon was dafür tun. Aber das Ergebnis spricht doch für sich, oder? Was meinst du? Du hast gesehen, dass das Haus Grey Goose, insbesondere das Apartment 2, einen krassen Sprung gemacht hat. Also nicht nur qualitativen Sprung, sondern auch einen preislichen Sprung. Man kann natürlich als Vermieter fordern, was man möchte. Man muss jemanden finden, der es bezahlen will und auch kann. Und genau darum geht es in den nächsten Videos. Anhand dieses Beispiels Apartment 2 im Haus Grey Goose, wie läuft der Vermarktungs- und der Vermietungsprozess hier in den USA ab? Bleibt also spannend, um diese Episoden nicht zu verpassen. Abonnier den Kanal, aktivier die Glocke, YouTube informiert dich, wenn die Videos rauskommen. Ein Like dalassen schadet auf keinen Fall. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.